31. Januar, der Brexit findet statt. Wer hätte das gedacht? Nach jahrelangem Tauziehen hin und her zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich ist es jetzt so, dass die Briten mit dem Ablauf des Tages raus sind aus der Europäischen Union. Ich finde das traurig. Ich hätte mir gewünscht, dass es ein anderes Ergebnis gibt. Wir müssen das respektieren. Das ist nicht das Ende aller Tage, aber es wäre schon gut gewesen, wenn wahre Informationen über die Europäische Union eine wichtigere Rolle gespielt hätten bei diesem Referendum. Sei es drum, wir müssen damit leben, wir müssen jetzt die Europäische Union weiter reformieren und voranbringen und wir müssen vor allem die konkreten Fragen beantworten, die jetzt die Staatsbürger interessieren auf beiden Seiten des Ärmelkanals, im Vereinigten Königreich und hier in der Europäischen Union. Konstantin Kohle hier aus dem Deutschen Bundestag, Mitglied im Europaausschuss für die FDP-Fraktion. Heute geht es um den Brexit und ich werde euch erklären, was das mit euch zu tun hat und was für Auswirkungen das auf euer Leben haben könnte. Studenten im Auslandssemester werden erstmal so behandelt wie bisher auch. Wer heute als europäischer Studierender im UK ist oder als britischer Studierender in der Europäischen Union, das läuft alles erstmal weiter. Es gilt jetzt eine Übergangsphase bis Ende des Jahres. Aber was dauerhaft Fragen wie Erasmus und so weiter angeht, müssen die Briten sich noch entscheiden, ob sie dauerhaft mitmachen wollen. Wir finden, die sollen auf jeden Fall weiter mitmachen. Es ist gerade die junge Generation, die proeuropäisch ist und die dürfen nicht unter dem Brexit leiden. Bei Reisen gilt auch die Übergangsphase. Ab dem 1. Februar ist es so, dass verhandelt wird über den Status der Staatsbürger in beiden Ländern, einmal in der Europäischen Union, einmal im Vereinigten Königreich. Und bis das verhandelt ist, bis Ende des Jahres, gilt erstmal alles weiter. Man kann also weiter mit dem Personalausweis ins Vereinigte Königreich reisen. Achtung, das Vereinigte Königreich ist nicht Teil von Schengen und auch nicht Teil der Eurozone. Was also bisher schon galt, Grenzkontrollen und Geld wechseln oder anderes Geld abheben, das gilt auch weiter. Bei Online-Käufen geht es erstmal auch so weiter wie bisher. Da gilt die Übergangsphase bis Ende des Jahres. Das betrifft ja die Warenverkehrsfreiheit, einen der absoluten Kerne der Europäischen Union. Dafür haben wir sie, dass Leute, dass Waren, das Unternehmen, das Geld in ganz Europa frei zirkulieren kann. Das ist das Herz der Europäischen Union. Und am Ende muss ein Staat, der nicht in der Europäischen Union ist, anders behandelt werden als ein Staat, der in der Europäischen Union ist. Ob das und wie das beim Vereinigten Königreich aussieht, das muss erst noch verhandelt werden. Und solange das verhandelt wird, bleibt es zumindest in diesem Jahr 2020 erstmal wie gehabt. Auf die Wirtschaft kommt in einem hohen Maße Unsicherheit zu. Wir können heute schon sehen, dass Betriebe dicht machen im Vereinigten Königreich. Wir können umgekehrt beobachten, dass in Europa darüber nachgedacht wird, wie sind eigentlich Importe und Exporte mit dem Vereinigten Königreich zu organisieren. Man kann das erstmal so weitermachen während des Jahres 2020. Aber was konkrete steuerliche Fragen angeht, was Fragen der Niederlassungsfreiheit angeht, da sind noch dicke Bretter zu bohren, insbesondere wenn es um Zollfragen geht zwischen der irischen Insel und der britischen Insel. Der Brexit ist nicht endgültig. Man kann Mitglied der Europäischen Union werden, man kann aus der Europäischen Union austreten. Aber Großbritannien und Nordirland ist ein europäisches Land. Viele EU-Gesetze sind da auch schon umgesetzt. Also eigentlich, wenn die nochmal einen Mitgliedsantrag stellen, dürfte es relativ schnell gehen, sie wieder aufzunehmen. Die Frage ist, ist das politisch gewollt im Vereinigten Königreich? Da gibt es ja Leute, die wollen das. Und ich glaube, wir sollten als Deutsche, als Liberale, als Europäer ein Angebot machen, dass die Tür für das Vereinigte Königreich immer offen steht. Die Briten sind herzlich willkommen, wieder Mitglied zu werden. Aber jetzt ist die Messe erstmal gesungen und jetzt muss erstmal darüber verhandelt werden, wie es weitergeht. Also es gibt Klarheit und es gibt viel Unsicherheit. Es gibt Klarheit, weil der Brexit jetzt endlich kommt, aber es gibt viel Unsicherheit, weil wir nicht wissen, wie die künftigen Beziehungen aussehen. Wir werden sehen. Auf die Bürgerinnen und Bürger kommt einiges zu, aber wie das genau aussieht, das wird man nach dem Ende der Übergangsfrist sehen. Bis dahin gilt, die Briten sind herzlich willkommen, in Europa mitzumachen, ob als EU-Mitglied oder nicht.